Was geht, Leute? Mein Name ist Anna Fox und heute spielen wir etwas ganz Besonderes. Jetborn Racing. Was sagt uns das? Wir haben hier Jets, wir haben Hotas, so als ich als Elite Dangerous Veteran. Ja, wir werden sehen. Taugt das was? Oder erst gar nicht? Oder erst recht? Wir werden gleich sehen. Nach dem Intro geht's los. Um dieses schöne Stück handelt es sich. Ich glaube, das ist eine F-16. Nee, F-22. Eine F-22 müsste das sein. Ich kenne mich nicht aus. Ich interessiere mich mega sehr für Jets und der weiteren. Aber ich könnte es jetzt nicht benennen. Ich bin da raus. Auf jeden Fall sind wir hier bei Jetborn Racing, wie der Titel hier schon zu lesen ist. Die Musik ist top. Grafik ist angenehm. Ich habe ein bisschen reingeschaut. Mich mit dem Hotas-Menü vertraut gemacht. Oh, die Musik ist ein bisschen laut. Und ja, ein paar Einzelplayer-Missionen gemacht, die wir uns heute anschauen, denn wir haben jetzt schon ein kleines Manko. Und zwar Play Online haben wir ja die Möglichkeit. Sind wir momentan die Einzigen? Ich glaube, das Spiel ist noch nicht so alt. Hoffe ich doch. Müsste ich jetzt schauen. Are you sure about that? Einen Moment, das gucke ich schon. Also kurz mal, eigentlich hätte ich mal das im Vorfeld machen können, aber habe ich jetzt schon jetzt erst gemacht. Ja, das Spiel ist von Mai 2021, also recht neu. Die Bewertungen sind moderat auch sehr gut. Deswegen wundert es mich, dass ich der Einzige online bin. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns einfach trotzdem die Singleplayer-Strecken an. 2, 3 schauen wir uns an, gucken uns die Schwierigkeitsstufen an. Wie ist die Steuerung? Wie empfinde ich das Ganze? Um dann vielleicht zu einem späteren Zeitraum sich das nochmal anzuschauen, wenn vielleicht mit viel Glück mehr Spieler online sind. Dass ihr euch nicht wundert, oben im Screen die zwei Vierecke, das sind keine Bugs. Das ist für später, wenn wir dann ins Spiel reinsteigen, habt ihr da eine bessere Hat-Übersicht über Streckenverlauf, Karte und Position. Die im weiteren Spiel dann irgendwann vielleicht dann auch sehr interessant sein könnte, wenn ich das weiter verfolge. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen Praxis Racing Line. Können wir einmal mal aktivieren, um zu schauen, wie das aussieht. Hot Lap. Und fangen. Ja, zum Reinkommen für eine ruhige Strecke. Ja gut, die passt auch. Da haben wir ein bisschen Schwierigkeit. Das gucken wir uns an. So. Tempo runter. Mal kurz den Screen anpassen. So, wir haben hier den HUD. Typisch für ein Jet, würde ich sagen. Mal gucken, ob die Performance passt. Ansonsten müsst ihr es runterstellen. Wir haben hier mehrere Übersichten. Ich kann auch meine Hand frei bewegen, benutze aber Hotas, wie schon erwähnt, den Streckenverlauf. Meine FPS-Zahl kann ja auch rumswitchen. Also es ist ganz cool, dass man halt wirklich an dem Cockpit rumdrücken kann. Das lassen wir lieber. Das, wenn man keine Ahnung hat, sollte man es lassen. Genau. Normalerweise hätten wir noch andere Spiele, aber wie gesagt, zum Testen mal, zum Reinschauen reicht das vollkommen aus. Wir haben hier unser Hotas eingeblendet, Schubregler. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie sich das so anfühlt. Und los. Also das mit dem Start finde ich schon mal recht cool. Das hat schon was. Ich versuche ein bisschen zu kommentieren. Also nicht böse sein, wenn ich mal ein paar Fehler mache. Gleichzeitig reden und top fliegen ist jetzt nicht so meins, aber ich muss auch sagen, es fliegt sich ganz gut. Es ruckelt ein bisschen. Dann müssen wir kurz mal hier. Ja, ich musste ein bisschen die Grafik
die FPS wieder auf 45 cappen. Für mich ist das ja kein Problem. Wäre zwar schön gewesen, wenn man auf 90 belassen könnte, aber das ist ein Wunschdenken. Meiner Meinung nach. Obwohl die Performance ja schon an sich ganz gut ist. Könnte sich natürlich ändern, sobald mehrere Spiele da sind, die dann mitberechnet werden müssen. Boah, das Fliegen. Also wie gesagt, gerade habe ich es noch in hohen Tönen gelobt. Schöne Steuerung, aber es ist schon schwer. Man muss hier mit dem Afterburner, sieht man rechts hier, wenn ich Schub gebe, leuchtet AB für Afterburner. Ist zwar so ein kleiner Boost, aber das Problem ist, dass man dann quasi nicht top manövrierfähig ist. Deswegen muss man ein bisschen haushalten, nicht immer auf Fullspeed. Hier, das ist kein Bleifuß-Game hier. Sondern schon wirklich filigrane Manöver machen, leichte, sanfte Bewegungen und dann geht das schon. Jetzt habe ich hier ja die Pfeile, wie man sieht, die Racing Lines, die stellen wir nachher aus. Oh! Die stellen wir nachher aus, um einfach mal noch eine größere Schwierigkeit zu haben, weil jetzt konzentriere ich mich auf die Linie natürlich, die mir die optimale Fluglinie zeigen. Oh, es ist schon nicht einfach. Immer Afterburn, dass man schon mal vom Boden wegkommt. Der Boden ist unser Feind, genauso wie die Decke und die Wände. Und dann geht das schon. Also als kompetitives Spiel kann ich das echt mir ganz gut vorstellen. Vor allem, wenn man da auch Übung drin hat. Oh. Dann ist das bestimmt schon recht nice. Mit der Steuerung gewöhnt man sich da mit der Zeit. Dieses Rumgeschwenke wird auch immer weniger. Weil einfach dann so ein Feeling hat. Ich soll hier mal ein bisschen weiter weg vom Boden gehen. So, und jetzt Vollgas. Gerade ausrichten. Ja, ich muss hier diese Schwenkbewegungen loswerden. So, vom Gas runter, vom Throttle runter. Seitlich und boosten. Und wieder gerade. Das war ein bisschen zu wenig. Und Vollgas. Und wieder gerade. Ja, nicht schön, aber funktionstüchtig. Ein bisschen mehr Gas, weg vom Boden kommen. Schön geslidet. Ich tue jetzt einfach irgendwelche Bezeichnungen reinwerfen. Die sind wahrscheinlich in der Realität gar nicht gebräuchlich. Aber es hört sich halt cool an. Ja, mal schauen. Fliegen wir noch hier ans Ziel. Geben wir mal Vollgas hier. Lange, gerade Strecke. Mal ein bisschen Gas geben hier. Kulisse ist jetzt zwar jetzt nicht so der Burner. Könnte was werden. Und Vollgas. Oh, yeah. Strömungsabbruch. Muss auf die Flügel aufpassen. Gerade gehen und ein bisschen Gas geben. Gas vom Gas runter. Leichte Drehung und wieder. Eieiei. Oh, das war zu viel. Und Vollgas. Ja, man hätte es auch einfach gerade geschafft. Und durchs Ziel. So. Sehr gut. Wir haben hier noch einen Ghost. Den sehen wir uns aber später an. Wir gehen jetzt mal ein anderes Level ausprobieren. Das ist ein bisschen fortgeschritten. Das war jetzt die Basic-Variante. Wir machen unsere Practice-Line raus. Hallo, geh mal da rüber. So, und Kamina, Mineshaft, Delta. Die schauen wir uns dann später an. Was auch Gutes ist, ist mir gerade vorhin aufgefallen, wir haben unser Logo drauf. Gefällt mir. Wir können uns hier die verschiedenen Styles wechseln. Also ich denke mal, vielleicht wird geplant in näherer Zukunft, dass man so einen Editor hat. Aber ich finde die vorgefertigten eigentlich schon recht nice. Moonbase. Ja, machen wir mal. Machen wir hier die Moonbase. Los geht's. Aha, mit Obstacles. Sehr gut. Und Vollgas. Mal gucken, wie wir uns hier anstellen.
So Außenbereiche wären halt auch nicht schlecht. Oh, da sind wir schon viel zu nah an den Objekten. Vom Gas runter. Und kleine... Oh. Waren wir jetzt schon ein bisschen zu schnell. Wir haben, glaube ich, noch eine Brake-Taste, die ich aber nicht definiert habe, weil ich das alles mit dem Schubregler mache. Klar, aber eine Brake-Taste wäre auch nicht schlecht. Ich wüsste jetzt nur nicht, wohin damit. Ah, sieht schon ganz nice aus. Aber in so einem Racing-Game hat man keine Zeit, sich die Umgebung anzuschauen. Da muss alles schnell gehen. Und ein bisschen Spannung. Manch einer wird jetzt hier schon Übelkeit erfahren. Gut, dass ich da resistent gegen Motion Sickness bin. Ah, das habe ich an Elite geliebt. Aber Elite, da fehlt mir ein bisschen was. Elite fehlt mir ein bisschen was Content-mäßiges. Irgendwie ein Reiz zu fliegen, zu entdecken. Das fehlt irgendwie. Oh, geht's da ins Außenareal und Vollgas. Juch. Schwerelosigkeit. Ja, das macht Sinn. Boah, aber haben wir gut gemeistert. Ein Jet ist ja ein Flugzeug, das in der Atmosphäre fliegt und nicht im leeren Raum. Macht Sinn, haben sie gut gemacht. Ein gutes Feature. Im Gas runter, leicht in die Kurve rein. Schnauze nach vorne. Oh, das sieht ein bisschen unsauber aus. Aber hier geht es nicht um Schönheit, sondern um Zweck. Da geht es. War das eine Schraube nach oben? Gar nicht aufgefallen. Man hier hat auch so eine visuelle Anzeige, also quasi Indikator für die G-Kräfte, die auf einem wirken. Man sieht dann, dass der Bildschirm so leicht schwarz wird. Oh, fuck! Kontrolle verloren. Da hat man es kurz gesehen, wurde ganz schnell rot. Im schlimmsten Fall wird der Bildschirm komplett schwarz. So. Ja, ich muss locker werden. Locker in die Runde rein, keine Panik haben. Vorausschauend fliegen, hier ist die Devise. So schön. Und sanfte Kurven machen. So, und jetzt aufpassen. Vom Gas runter, eindrehen, Schnauze nach vorne und Afterburn. Yes. Wieder runter vom Gas, gerade auf die Spur, Afterburn. Funktioniert, Vollgas. Ja, gut gemeistert. Können wir hier noch eine schwungvolle Barrel Roll machen. Wir können uns hier ein bisschen umschauen in der Zeit. Oh, umschauen in der Zeit. Ein Scheiß. Gas runter. Und eindrehen und Vollgas. Versuchen, dass wir hier gerade aus dem Raum rausgehen, denn wir haben nicht viele Möglichkeiten. Oh. Na, das war nix. Da muss man mit Vollspeed rein. Am besten von oben, dass man noch ein bisschen... Da, das könnte passen. Das könnte passen. Und zack. Und Gas wieder runter. Einlecken, Schnauze nach vorne, bisschen Affenbahn. Oh, das wird nix. Ja, wie man sieht. Die ganzen Tipps sind zwar schön und gut, aber bringen nicht viel. Ja, muss man immer hin und her mit dem Afterburner, dann geht das schon. Quasi wie so anschubsen, um dann auf die gerade Schiene zu kommen. Dann geht das schon. Und da haben wir schon die Runde beendet gleich. Und wieder gerade. Sehr gut. Gut. Würde ich sagen, quitten wir auch hier.
können uns hier dann als Zuschauer das ganze Spektakel angucken. Auch ein nettes Feature. Man kann dann hier noch die View. Ah, schon nice, wenn man dann die anderen Spieler dann noch sehen würde. Und dann gehen wir zu der höchsten Schwierigkeitsstufe. Suchen uns da was Schönes aus. Was mit Herausforderungen? Infrastructure, Mountain Pass, Underwater. Fliegt Staub rum. Underwater hört sich eigentlich ganz cool an. Vielleicht sehen wir da auch irgendwelche Unterwasser-Lebewesen. Wäre echt... Oh, von der Oberfläche unter Wasser. Das wird nice. Und los geht's. Da schnell vom Gas runter. Wir sind... Ja. Das ist meine Befürchtung. Am Anfang darf man kein Gas geben. Nicht so viel Stoff. Das ist Todesurteil. Dann lieber separat manuell starten. Schiffe, okay. Ich will auf jeden Fall wieder mehr was mit dem Hot House machen. Mehr Flugsimulationen ausprobieren. Da habe ich ein paar in petto, die ich in meine... Ach du Scheiße! Ah, zu viel Stoff. In meiner Steam-Bibliothek noch beiseite gelegt habe. Oh je, ey, das wird nix. Bin einfach... Oh, da komme ich nicht mehr raus. Ich bin in einer Loop drin. Oh je, oh je. Das sieht doch jetzt behämmert aus. Oh, oh, haben wir gerade noch gerettet. Oh, da hätte ich gerne eine Außencam gesehen. Ah, Mist. So, gerade rein und... Oh, Fische. Wie erwartet. Oh, scheiße. Ich vergaß. Das ist ja ein schweres Level. Oh. Juch. Oh. Das ist zu arg. Ich muss hoch hinaus. Reindrehen. Hoch, 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 hoch. Gut. Ah, zu hoch. Ja, das könnte was werden, das könnte was werden. Oh, das könnte nichts werden. Ah, oh, ich komme da nicht mehr raus aus der Misere. Ich glaube, ein anderer hätte jetzt schon gekotzt. Versuchen wir es mal so. Sah zwar schön aus, aber nichts gebracht. So. Ah. Was ist denn das für eine... Versuchen wir es mal soft. Nee, soft bringt gar nichts. Da drifte ich zu arg. Ah, stall, stall, stall. Boah. Boah, da komme ich nicht mehr raus. Das ist jetzt eine Endlosphase. Ich glaube, ich brauche eine Break-Taste. Die holen wir uns jetzt schwind. Wir haben hier in den Settings haben wir so diverse Einstellungen, wie unter anderem auch die Bindings.
Da gibt es hier eine Break-Taste. Hier Binding, da machen wir die Break-Taste. Ja, das passt. Okay, nochmal. So, schauen wir mal, aber diesmal mit dem Button. Und go! Aha, okay, oh. Hat jetzt echt das Gefühl, Break-Taste funktioniert auch, ja. Könnte passen. Nutzen der Break-Taste. Breaken. Und Vollgas. Oh, es hätte geklappt, es hätte geklappt. Break-Taste. Boah. Oh, shit. So, hier haben wir das Problem. Breakdown. Boah, die Break-Taste bringt null. Oh. Nee. Never ending story. Ich drifte da so arg. Also entweder ich gehe jetzt wirklich hardcore mit der Geschwindigkeit runter und versuche damit. Aber ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass ich dann so langsam bin, vielleicht muss ich echt hier so eine Barrel Roll machen. Aha! Habt ihr es gesehen? Mit der Barrel Roll schafft man es rein. Das könnte passen. Man lernt. Aber breaken muss man auf jeden Fall. So. Viel früher. Boah. Joch, ey. Oh, zu langsam. Also langsam blicke ich auch nichts mehr. Ja, so langsam schaltet sich auch mein Gehirn jetzt langsam aus. So stelle ich mir den Tod vor, die Unendlichkeit, gefangen in einer Loop. Oh, ich bring's nicht mehr. Nö, ich bin raus. Also mein Kopf ist zu. Dieses Also es ist schon nice. Es ist schon richtig nice. Mir echt gut gefallen. Es ist schwer.
Vielleicht schreckt es dann den ein oder anderen User ab, dieses Spiel zu spielen, auch wenn die Bewertungen recht positiv waren. Ich bin gespannt, wie es dann weitergeht, ob da noch mehr Content dazukommt und vor allem, ob da auch noch mehr Online-Spieler dazukommen. Auf jeden Fall muss ich besser werden. Die Steuerung muss ich irgendwie hinbekommen oder auch nicht. Die Frage ist, ob mich dieses Spiel halten wird. Für den ersten Eindruck gut, aber richtig kicken tut es mich nicht. Flugsimulation auf jeden Fall, werde ich weiterhin verfolgen. Aber dieses Spiel ist eine gute Motivation, mal da reinzuschauen und zu gucken, was VR alles so möglich macht. Vor allem halt diesen Racing-Aspekt mit Jets und Hot Toss. Sehr coole Idee. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Andrew Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.